So, wir waren mit den Nachrichten noch nicht durch. Das machen wir nochmal kurz. Santa Maria 11 hat alle Befehle ausgeführt. Stimmt, da hatten wir die Kolonisten abgeladen. Und wir können Santa Maria nicht zurückschicken, weil nur noch 51 MG Treibstoff da ist. Oh doch, das geht noch. Ganz schön knapp, aber es geht. Gut, du kannst nach Wallaby. Können wir jetzt gucken, wie viele von unseren Kolonisten da überlebt haben? Bei Nickel. Nies, Spieler 10. Flotten im Orbit ist nur die Santa Maria. Haha, nächste Nachricht vielleicht. Ne, Terraforming auf 99%. Das geht ja richtig ab da. Haben wir dann Change of Heart im Orbit? Nö, das macht er einfach so. Okay. Und sonst keine Nachrichten. Na gut, warten wir nächste Runde ab und gucken dann wieder zu Nickel, ob sich da die Bevölkerung von 2800 irgendwie reduziert hat. Oder ob wir Kolonisten einfach so den Tod geschmissen haben. Wenn es geklappt hat, dann laden wir einfach nochmal so eine kleine Flotte voll und übernehmen den ganzen Planeten einfach. Weil 2800, da können wir mit unseren 3 Millionen, die wir jetzt haben, gut gegen anstehen kann, denke ich mal. Aber gut, F9. Die 2500 Kolonisten, die du auf Nickel abgesetzt hast, wurden von den Bodentruppen der Nies massakriert. Ist das jetzt sprichwörtlich zu nehmen? Also haben die 2500 Kolonisten sich nicht gewehrt? Das wäre natürlich ärgerlich. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass sie bewaffnet sind. Ah, jetzt kommt irgendwas mit Minenlegern. Nö. Nickel, zeig mir mal deine Bevölkerung. 2800. Der Bericht ist ein Jahr alt. Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer testen. Also, wenn unsere Transporter... Wenn unsere Transporter die Sache hier unten erledigt haben, mit dem unbekannten Händler da, dann können wir mal versuchen, da irgendwas zu machen. Obwohl, Wallaby, wie viele Bewohner hast du? Du hast fast 600.000. Komm, du baust jetzt mal bitte... Ich hätte gern noch einen Transporter 2, der nicht Langstrecke ist, sondern Kurzstrecke. Also F4. Verfügbare Baupläne. Privateer. Bauplan kopieren. Papa Langbein. So, da passt 650 Milligramm Treibstoff rein. Oder Megagallonen. Aber ich glaube, es sind echt eher Milligramm, weil die benutzen ja das metrische System. Und im metrischen System gibt es keine Gallonen. Also wird das echt Milligramm sein. Na gut. Stealth Detektor. Nee, danke. Wir könnten noch Frachtcontainer reinhauen, aber dann kommen die Viecher echt nicht weit. Wie teuer ist denn so ein Treibstofftank? 5 Kilotonnen, Kilotonnen Ironium. Brauche ich jetzt mal einen Vergleichswert. Fertig. Wie viel Ironium hat jetzt Simple? Simple hat 2025 Kilotonnen Oberflächen-Ironium. Okay. Wir brauchen jetzt doch kein zweites Schiff-Design. Wir pfeifen auf diese 5 Kilotonnen extra. Das passt schon. Also, zurück zu Wallaby. Ändern und du baust bitte 1, 2, 3 müssten eigentlich reichen. Von denen. Die sind nächste Runde fertig. Wallaby hat richtig viel Erz. Oder kommt man sich so vor? Gleich mal gucken. Und brauchst Fabriken. Ja, ist okay. So. Ja. Der hat richtig gut Erz hier. Wie kommt das? Also ja, er hat 600.000 Einwohner. Hast du denn genug Bergwerke? Ja. Fehlen nur noch 140 Bergwerke. Oh, hat sich echt gemausert. Der war ja irgendwie immer so der kleine Bruder von dem Equeus. Jetzt mal im Vergleich zu Equeus. Wow. Okay, er ist immer noch der kleine Bruder. Dafür hat Equeus fast kein Germanium. 381 Kilotonnen. 2685 Kilotonnen. Was komisch ist, denn Germanium ist eigentlich bei Kolonien das Erste, was verschwindet. Weil man es halt für die ganzen Fabriken braucht und eigentlich fast alles.
Aber wir haben ja bei der Rassengenerierung darauf geachtet, dass die Sachen allgemein weniger Germanium kosten. Ich weiß nicht, ob es Fabriken waren oder Bergwerke. Ich glaube Bergwerke oder Fabriken. Na gut, eins von beiden kostet weniger Germanium. Und da sparen wir wohl doch eine ganze Menge. Also ja, die drei Langstreckentransporter werden reichen, um das da einzunehmen. So, nächste Nachrichten. Wir haben Minenleger. Ist in Aquaeus angekommen. Dann legt doch mal Minen. Unendlich viele. Wallaby hat eine Raumstation gebaut. Sehr gut. Das heißt, es kann da jetzt aufgetankt werden. Noch eine Sache, die ich noch nicht ausprobiert habe. Kann man mehrere Raumstationen haben oder nicht? Also kann ich jetzt hier 30 Stück hinstellen als Verteidigungsanlage oder so? Müssen wir auch nochmal testen. Weiter. Deine Raumstation bei Simple hat 23 Fregatten gebaut. Go to. Du hast noch 23 in der Liste. Ne, 27 in der Liste. Und Erztransformation nach Bedarf. Wir könnten noch ein paar Fabriken bauen und ganz wenig Bergwerke. Aber komm, die Fabriken machen wir noch kurz. Fabrik. Wie viel werden das? 70. Chup, 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 chup. So. Die können auch ruhig nach oben. So rum. Okay, noch kurz die Produktionslisten alle checken, dass auch niemand aus Versehen zu viel produziert. Nö, sieht alles gut aus. Nächste Nachricht. Raumstation auf Equeos wird alle Aufträge noch dieses Jahr abschließen. Oh, stimmt, das ist alles grün. Das habe ich gar nicht gesehen eben gerade. Dann bau doch mal bitte mehr Bergwerke. Bergwerk. So. Nochmal 30 dazu. Und. Was brauchst du noch? Du brauchst eigentlich noch 200 Bergwerke. Und 700 Fabriken. Also, ja, das können wir hier nochmal erhöhen. So, die können wieder weg. Dafür können die Autobild wieder zu. So, okay. Das war's diese Runde. Was macht unser Händler? Also nicht unser, aber der Händler. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, hat der Kurs gewechselt? Kommen wir schon nach da. Gucken wir jetzt nach oben. Also entweder übersehe ich ihn oder er ist weg. Also es war eh komisch, dass wir ihn sehen konnten, obwohl unsere Scanner gar nicht so weit reichen. Aber sonst wäre es wahrscheinlich unmöglich, den zu fangen. Nö, ich sehe ihn nicht mehr. Ja, schade. Aber na gut, mit sowas sollte man sich wahrscheinlich eh erst später beschäftigen, wenn man schon gut ausgebaut ist. Gucken wir mal kurz auf die Forschung. Wir haben nächste Runde Beta-Torpedos, Black-Cat-Bombe, Smart-Bombe. Übernächste Forschungsstufe, den Lichtphaser, ein Knüppel und eine Phaser-Bazooka. Was macht denn der Knüppel? Der Knüppel ist Kraft 90, Vorteil 10, Reichweite 0. Ist das eine Nahkampfwaffe? Nicht ernsthaft, oder? Phaser-Bazooka ist Reichweite 2, Vorteil 7. Der Yakimora ist Reichweite nur 1, dafür Vorteil 9. Kraft 26, Kraft 26. Also mit dem Ding kann man weiter schießen, man hat weniger Vorteil. Mit dem Ding kann man halt nicht so weit schießen, dafür mehr Vorteil. Ich glaube, ich würde eher die hier nehmen. Aber ja, wir sollten auf jeden Fall nächste Forschungsstufe nochmal Waffen nehmen. Und wollen wir noch mehr Geld in die Forschung pumpen? Also wir haben jetzt auf Equeos eine Raumstation. Glaube ich. Wo guckt man das? Ja, hier. Das Symbol da ist für die Raumstation. Haben wir auf Wallaby auch eine? Ja, haben wir. Dann fehlt eigentlich nur noch auf Kiche. Du hast keine. Hast aber auch nur 81.000 Einwohner. Und Nether Region war doch eine recht große Welt von uns inzwischen. Ja, 490.000.
Du hast auch keine. Da oben sollten wir die aber zuerst bauen, damit wir hier schön viel Radius bekommen. Also ändern. Bodenschützer-Scanner. Schaffst du diese Runde noch? Sehr gut. Barbecue. Barbecue ist richtig klein, aber da könnten wir auch einen Scanner gebrauchen. Aber er hat nur 2600 Bevölkerung, das wird nix. Nee, komm, das war's für diese Runde. F9. Warrior 27 ist angekommen. Den brauchen wir da jetzt gar nicht mehr. Du kannst schon mal noch weiter rausfliegen. Vorwärts. Minenleger 31 ist angekommen. Go to. Ah, da unten. Dann legst du bitte jetzt auch mal Minen. Unendlich. Also ich hoffe immer noch, dass die nicht unsere eigenen Schiffe in irgendeiner Form behindern. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil 150 Minen reichen, um ein Gebiet von mehreren Lichtjahren abzudecken. Also müssten die recht grob verteilt sein. Also ja, so, nächster Auftrag. Raumstation bei Wallaby hat 3 Langstreckentransporter gebaut. Sehr gut. Die werden sofort vollgeladen. Das ist übertrieben. Wir tun mal 300.000 rein. So. Denn Nickel... Sind das da jetzt 2 Flaggen? Zoom mal näher ran. Ne, ist immer nur noch eine. So, du fliegst bitte dann mit deinen 300.000 Kolonisten da. Oder sind es 30.000? Ich glaube, es sind 30.000. Ja, es sind 30.000 gewesen. Aber die haben nur 2.800, inzwischen vielleicht 5.000. Das müsste schon passen. Wenn sie denn wirklich bewaffnet sind. Ich höre es bestimmt schon irgendjemanden vor seinem Monitor schreien, dass man irgendwo Waffen produzieren muss. Also Handfeuerwaffen. Aber ich meine... Selbst mit 30.000 Unbewaffneten kriegt man das vielleicht hin? Die sammeln dann Steine auf oder so? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber na gut, nächste Nachricht. Achso, wir sollten hier einen Auftrag geben. Rück hier, go to. Und du sollst da bitte schön auch Transport, Kolonisten, Ballast laden. Wozu braucht man denn im All Ballast? Na gut, nee, alles entladen. So, jetzt die nächsten Nachrichten. Wir haben 15 Fregatten gebaut. Auf Nether Region wurde der Scanner in Betrieb genommen. Ja, das haben wir gesehen. Deck Level 5 in Waffen. Beta Torpedos, Black Cat Bomb, Smart Bomb. Terraforming Strahlung plus minus 7. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ja, Minenleger hat Minen gelegt. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Zoomen wir wieder raus auf 125. Scrollen ein bisschen runter. Das Minenfeld wird hier langsam echt groß. Ich bin versucht, einfach mal so 10, 20 von den Dingern zu bauen und dann alle hier produzieren zu lassen, bis das halbe Universum mit unseren Minen ausgelegt ist. Da muss irgendwo ein Haken sein. Na gut, lassen wir es mal so, wie es ist. Simple. Du baust nächste Runde die letzten Fregatten, die inzwischen schon überholt sind, weil es bessere Laser gibt, was nicht so toll ist. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden nicht jedes Mal, wenn es neue Forschung gibt, unsere alten Schiffe alle verschrotten und dann die neuen herstellen. Denn die Waffen sind zwar besser, aber ich denke mal, die Masse wird es dann machen. Außerdem wäre es ärgerlich, wenn wir jetzt unsere Schiffe verschrotten, dann der Gegner angreift und wir keine Schiffe haben. Aber ja, wir sollten gleich schon mal einen Fregattenverteidiger Laser 3 entwickeln. Für spätere Produktion. Obwohl, komm. Dich entfernen wir. Okay. Die Fregatten, die jetzt da sind, bleiben einfach da. F4. Wir hätten gerne verfügbare Baupläne. Fregatte. Bauplan kopieren. Papa Langbein. Organische Panzerung. So, dahin bitte. Und bis zu 3 Waffen. Oh, wir haben die Laser noch gar nicht. Wir könnten jetzt Beta-Torpedos reintun, aber nee, okay. Komm, abbrechen, fertig. Das müssen wir als nächste Runde machen. Und diese Runde, was machen wir diese Runde auf Simple? Simple hat einigermaßen Ressourcen. Wo stecken wir die mal rein?